Wir haben als Ziel die Darstellung eines prähistorischen Menschen gesetzt. Um Ted in Stimmung zu bringen, brachte man den Schädel und verschiedene Instrumente eines echten Urmenschen in das Versuchszimmer. Stunden vergehen. Wir knipsen hunderte von Bildern. Kein Resultat. Wir werden ungeduldig. Da geschieht etwas Unerwartetes. Um 18.25 Uhr entsteht ein pechschwarzes Bild. Normalerweise wäre dies unmöglich, da der Raum hell erleuchtet ist. Nach einer Reihe von schwarzen Bildern zieht sich Ted bis zum Gürtel aus. Er hat bereits 12 Flaschen Bier getrunken, flucht ununterbrochen und schwitzt. Um 19.14 Uhr zeigt sich das erste Resultat. Der Oberkörper eines nackten, langhaarigen Menschen vor dem Hintergrund einer Felswand. In schnellem Hintereinander erhalten wir 11 Bilder, darunter 2 in Farbe, die mehr oder weniger deutlich denselben Mann in hockender Stellung zeigen. Nirgends im Versuchszimmer befand sich ein auch nur im Entferntesten ähnlich aussehendes Objekt. Ted hat vor Beginn des Experiments eine Zeichnung des Zielobjekts verfertigt. Diese deckt sich ungefähr mit dem Resultat, das wir anschließend als eine ziemlich genaue Abbildung eines Demonstrationsmodells in einem Chicagoer Museum identifizierten.